Na, die wollten mich wohl foppen, wa? Haben wohl gedacht, ich fahre hier zu schnell. Oben ist ein W80 und dann wird es auch mal 50. Aber ich bin das vorschriftsmäßige Fahren von heute Mittag ja noch gewöhnt. Von meiner Prüfung. Da lasse ich mich heute nicht foppen. Heute sowieso tierisch viel Polizei unterwegs. Er ist in Walle und Gröbling. Weiß auch nicht, was da bei uns heute los ist. Das ging heute Morgen schon los. Dass ganz viele Polizeiwagen mit Blaulicht unterwegs waren in Richtung Gröbling, als wir losgefahren sind zu meiner Fahrprüfung. Teilweise standen sogar LKWs wie der da, aber mitten in der Abfahrt mit einer Kurve. Ja, und du fährst hier auch von der falschen Seite raus. Holländer. Das war ein Holländer. Ja, und hier wird jetzt die neue Unterführung gebaut, die dann hier mit der Straße hier verbunden werden soll. Neunlander. Weswegen dann hier die Neunlanderstraße demnächst komplett gesperrt wird. Das wird noch ein großes Projekt. Naja, wollen wir mal abwarten, was da noch alles von wird. Der dann mit seinem Elefantenrollschuh. Tja, wer weiß, vielleicht sind das jetzt die letzten schönen Tage im Sommer, die wir jetzt noch haben. Bin mal gespannt. Morgen soll es ja auch noch ein bisschen sonnig werden. Vielleicht kriegen wir noch einen schönen Spätsommer. Ich hoffe dann noch mit meiner neuen Maschine. Denn ab heute darf ich ja auch große Maschinen fahren. Nicht nur noch 48 PS. Da wollen wir abwarten. Ob in 3 Wochen meine Maschine kommt. Ich bin mal gespannt. Und vielleicht mal eine ausleihen, irgendwo zum Händler fahren. Zum Kawasaki-Händler oder sowas. Gucken, ob man da irgendwas Probe fahren kann. Vielleicht entscheide ich mich ja noch um. Auf eine ZX6R. 600er mit 120 PS. Hätte ich auch noch Bock drauf. Was anderes wird mir sonst nicht einfallen, weil Naked Bike kommt für mich nicht in Frage. So große Touring Bikes, von der Kraft her, ich weiß nicht. Möchte ich eigentlich nicht mitfahren. Okay, wenn die Dinger erst in Bewegung sind, scheinen die gar nicht so schwer zu fahren zu sein, aber. Aber wirklich Spaß habe ich eigentlich nur an Sportmaschinen. Da habe ich den meisten Spaß dran. Und die sind eben auch nicht so schwer. Das ist ja die CB650R, die ich heute gefahren bin, die hat 203 Kilo. Die CBR650R, die ich mir bestellt habe, die hat 208 Kilo. Die hier hat jetzt, ich glaube, eigentlich 93 oder 94, aber mit dem Acra drauf hat die nur noch 190 Kilo. Sei ja so bis 210 Kilo überhaupt kein Problem. Aber was Größeres, naja, Touring Bike kommt für mich auch nicht in Frage, weil ich fahre keine Touren. Aber noch was anderes Probe zu fahren, allerdings glaube ich, dass auch bei Kawasaki sowas wie die ZX6R im Moment Lieferschwierigkeiten hat. Ich glaube, das haben die alle. Mein Fahrlehrer sagte heute sogar, Lieferschwierigkeiten hat er sogar mit seinem Auto. Er hat ein neues Auto bestellt, eine Automatik, einen kleineren Automatikwagen. Und mit dem großen kommen die Neulinge nicht so klar. Tja, und da muss er jetzt glaube ich auch noch einen Monat warten oder so, bis der dann irgendwann geliefert wird.
Also selbst da gibt es momentan Probleme. Alles nicht so einfach in dieser Zeit. Werden Chips nicht geliefert und dann können sie Autos nicht gebaut werden, Motorräder nicht gebaut werden. Tja, einige meiner Abonnenten oder auch einige, die noch nicht abonniert haben, die mir geschrieben haben, dass sie auch auf ihre Motorräder warten. Die haben zum Teil auch das Problem, dass sie eventuell aufs Motorrad angewiesen sind, aber im Moment gar kein Motorrad haben. Ich kann ja froh sein, dass ich hier noch so eine schöne Maschine habe, die ich fahren kann, bis meine neue kommt. Ne? Also von daher muss ich mich eigentlich gar nicht beschweren, weil Spaß macht diese Maschine immer noch. Aber wenn es nichts anderes gäbe als das hier, tja, ne? Gut, ich bin jetzt die CB650R gefahren. Gut hochdrehen oder so konnte ich die jetzt auch nicht. Hab die eigentlich nur ganz normal gefahren. Aber ist schon eine andere Liga, wenn man auf einmal doppelt so viel PS unterm Arsch hat. Und dann auch noch ein Vierzylinder. Kann ich nur von schwärmen. Macht unheimlich Spaß, das Ding zu fahren. Aber wie bei der hier damals auch, werde ich mich da erstmal langsam rantasten und dran gewöhnen müssen. Da kannst du nicht so von jetzt auf gleich mit Vollgas mit durch die Gegend fahren. Habe ich mit dieser ja auch nicht. Als ich umgestiegen bin von 15 PS, auf das dreifache 48, da habe ich auch noch nie Vollgas gegeben oder bin also echt noch ganz gesittet gefahren. Das hat ein, zwei Monate gedauert, bis ich dann irgendwann mich mal getraut habe, richtig Vollgas zu geben und den Motor mal richtig ein bisschen zu fordern, weil das ist ja, ist ein bisschen was anderes als das, was man gewohnt ist. Und das ging mir eigentlich bei der Maschine, jetzt ging mir das auch so. Na, da kannst du nicht gleich voll aufdrehen und den wilden Hecht raushängen lassen. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Da werde ich dann auch viel Spaß dran haben, mich da langsam erstmal dran zu gewöhnen. Alleine die Abstufung von den Gängen. Ich meine, das war bei meiner 125er, habe ich den ersten bis 35 hochziehen können, den zweiten dann, ja, weiß nicht, bis 60, 70. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wie die Abstufung war da mit den Gängen. Das war hier natürlich schon was ganz anderes. Da kannst du den ersten bis 65 hochjagen, den zweiten bis 90, den dritten bis 120. Ja, wenn ich jetzt die 650er habe, dann kannst du den ersten bis 100 ziehen. Also nochmal 35 km/h schneller als die hier. Im zweiten bist du schon bei 140. Da brauche ich bei meiner hier schon den vierten Gang für. Ja, und wenn ich den vierten ausfahre bei der 650er, dann bin ich schon bei 200. Das sind schon andere, das ist ein anderes Kaliber.
aber sowas wie überholen wird mit der 9 dann natürlich auch wesentlich einfacher, wenn du da einmal an Gas drehst. Außerdem hat die ihre Leistung dann auch erst bei 6.000, 8.000 Umdrehungen, da kommt die erst richtig. Ich meine, bei 8.600 hat die hier schon das Limit erreicht. Mehr dreht die ja gar nicht. Und die Drehtlinie ja von unten ziemlich gut hoch. Das heißt, ich habe hier eigentlich bei 4.000 auch schon ziemlich gut Leistung. Und immerhin hat die hier auch 43 Newtonmeter. Die 9er hat dann 20 Newtonmeter mehr, sind 63. Naja, aber ab also volle Leistung 95 PS hat sie bei 12.500 Umdrehungen. Und die hier bei 8.000 oder 8.600. Ja, das sind schon Unterschiede, da muss man sich erstmal umstellen. Soweit habe ich mich ja jetzt schon mal umgestellt hier. Aber so eine Drehorgel zu fahren, das wird noch was vollkommen anderes. Und ich liebe eigentlich diesen Zweizylinder hier. Kann man nicht meckern. Hat unten raus genug Druck. Naja, und 190, knapp 190 läuft er ja auch der Ofen, also nach Tacho. Und 170 und dann fahren 70 dann maximal, denke ich. Das wird bestimmt lustig, damit doppelt so viel PS durch die Gegend zu eiern.